Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 14.8. Wir wollen uns heute dem Goldpreis zuwenden, über den Sie übrigens im weiteren Tagesverlauf nochmal was serviert bekommen in Sachen saisonaler statistischer Relevanz mit Blick auf die kommende Woche und dann auch die darauffolgenden Tage. Hierbei scheint Gold insbesondere unter saisonalen Gesichtspunkten eben durchaus interessant im Sinne eines Long-Engagements. Da schauen wir auf die letzten 12 Kalenderjahre, die hier statistisch eben einen Vorteil aufweisen. Aber dazu später eben mehr. Jetzt wollen wir uns den Goldpreis mal auf Intraday-Basis für heute betrachten, denn wir sehen hier den Goldpreis in der aktuellen Erscheinung und wir hatten ja gestern auch schon einen Beitrag dazu, dass es ein mögliches Verschnaufen geben könnte und Gold hielt sich tatsächlich an den Fahrplan fallender Preise. Wie sieht das aber nun heute aus? Wir haben am Freitag heute den einzigsten statistischen Wochentag, der hier mit Blick auf die letzten 52 Wochen positiv ist. Also der Freitag wurde in 52% der Fälle im Gewinn beendet. Das ist schon mal ja ein für Gold ein beachtlich positiver Wert, denn wenn wir hier zurückschauen, gestern auch wieder ein schwacher Wert, 33%, gestern waren es noch 34%, es erfüllte sich sozusagen die Schwäche am Donnerstag während der letzten 52 Handelswochen. Ergo hier heute ein Tag, der statistisch grundsätzlich positiv verlaufen könnte. Insbesondere auch, und darauf verwiesen wir auch gestern schon, im Overall, also mit Blick auf die letzten 15 Handelsjahre, der Freitag hier nahezu mit 60% hier im positiven Verlauf. Das ist definitiv eine statistische Hausmarke, die sehr, sehr interessant erscheint. Für heute, wir sehen den Goldpreis aufgrund der gestrigen Schwäche unterhalb des Pivot-Level. Wenn wir über 118,44 ansteigen, dann hat der Goldpreis meines Erachtens in jedem Falle Potenzial bis zum Vortageshoch. Und da liegt interessanterweise auch das Hoch der möglichen Average True Range im Bereich knapp $127 die Unze. Soll heißen, wenn wir hier hochlaufen, dann besitzt der Goldpreis durchaus statistisches Potenzial in dem Bereich 8,50 $. Das könnte entsprechend positiv ausschauen. Wir haben heute hier auf der Südseite das Vortagestief, welches hier bei 1113, 59 Spread berechnet 57 ist. Jetzt natürlich der Witz, dass wir hier in der Asia-Session keinen Durchbruch nach unten gesehen haben. Witz im Sinne der Bären, denn sieht natürlich hier nach einer Stabilisierung aus. Von dem Background des positiven Wochentages ergänzt sich hier sozusagen ein positiver Bias, der den Goldpreis heute nach oben treiben könnte. Und als wäre das nicht schon genug, ich zeige es Ihnen gerade auch noch, haben wir heute von der Vektor-Fuzzy-Logik eine statistische Relevanz für den Goldpreis, die hier in 70% der Fälle bei 270 Erscheinungen zu einem Gewinn im Bereich von 0,77% im Mittel führte. Und hier sehen wir auch das mögliche Tageshoch 1128,49 $. Also hier ergo sehr, sehr interessant, da wir auch statistisch einen positiven Bias für den Goldpreis heute haben. Und das zeigt hier gerade mit 0,77%, das könnte heute recht dynamisch werden. Und eine Trefferquote von 70% bei 270 Erscheinungen ist definitiv eine Hausnummer. Und wir sehen auch hier den Goldpreis im Barchart hier klar negative Regression, der übergeordnete Abwärtstrend ist allgegenwärtig, aber hier leichte Bodenbildung und hier entsprechend eine positive Momentumsbewegung, die wir aktuell sehen, die sich hier eben durchaus weiter fortsetzen könnte. Insofern mal drauf aufpassen, was hier noch passiert. Rein grundsätzlich wäre also Pivot Level bzw. hier das 4-Stunden-Hoch von gestern 1118,61 ein sehr schönes Level, um hier praktisch prozyklisch reinzugehen im Sinne der positiven Rahmendaten. Rein indikativ haben wir hier schon 62% der Indikatoren in einem bullischen Bias. Das deutet also auch hier schon mal auf gewisses Potenzial nach oben hin und von der Range $5,27 bislang gelaufen. Wir haben im Schnitt hier 14, $15 zu erwarten. Ergo, das verspricht hier eben genau das, was wir hier schon angestellt haben. Wenn der Preis hier nach oben aufdrehen sollte, dann gibt es hier noch einiges an Potenzial. Wir haben heute noch einiges an News am Nachmittag natürlich zu erwarten. Einerseits hier die Erzeugerpreise Juli, dann kommt noch um 11 Uhr das Bruttoinlandsprodukt für Europa. 16 Uhr noch Konsumklima der Uni Michigan. Also heute ist definitiv für Volatilität gesorgt. Warten wir mal ab, was da noch im weiteren Tagesverlauf passiert. Schauen wir ganz kurz jetzt nochmal auf den grundsätzlichen Tageschart.
Hier vor kurzem Gold am Dienstag im Big Picture analysiert. Hier war unter Umständen vorgesehen, dass Gold erstmal seitwärts konsolidiert. Das tat er nicht. Gerade vor dem Hintergrund der Saisonalität, die ich Ihnen ja auch jetzt zeige, die Sie auch nachher nochmal, wie gesagt, zu sehen bekommen. Und da erahnen Sie schon, was bevorsteht. Da können Sie schon mal drauf spicken, sozusagen. Der Goldpreis saisonal hier vor einer bullischen Phase, insbesondere eben ab der kommenden Woche. Und das kann man, wie gesagt, statistisch hervorragend einfangen. Und das werden wir nachher auch auswerten und Ihnen darstellen. Wie gesagt, hier der kurzfristige Rücksetzer. Und wir hatten jetzt die Vortage dahingehend auch einen leicht negativen Bias rein von der Saisonalität. Erfüllte sich in dieser Art nicht. Der Goldpreis ist vielmehr ausgebrochen, hat aber jetzt hier im Bereich 108,30, 108,50 einen stabilen Support. Und den müssen wir im Prinzip, wenn der Tag heute bullisch wird, noch nicht mal erreichen. Aber es könnte hier in jedem Falle eine solche Entwicklung sich gestalten. Gerade wenn man über das größere Bild sieht, sogar noch ein Stück weit besser. Hier in jedem Falle, egal was kommt, der Goldpreis im Sinne eines Pullbacks auch gut abgesichert. Also im Worst Case wäre das hier eine mögliche Annahme, die sich vollziehen könnte. Klar, negativ wäre es, wenn wir hier deutlich nach unten wieder eintauchen und dann nehme ich auch gern die runde Marke von 1100 als Schlüssellevel. Sollte es nämlich darunter gehen, dann ist die Gefahr groß, in Anführungszeichen, dass wir dann die letzten Verlaufstiefs nochmal sehen bzw. aus dem Markt nehmen. Und das würde natürlich dann das ganze Bild wieder weniger erfreulich gestalten. Und das muss man natürlich auf der Pfanne haben, denn trotz saisonaler statistischer Rahmenbedingungen kann natürlich A, der heutige Tag negativ verlaufen. 52% sind hier nicht ein Wert, wie wir übrigens nachher auch noch sehen werden beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Das sind hier keine Werte im Bereich 70, 75%, sondern eben hier knapp marginal positiv. Und natürlich die Saisonalität ist auch keine Blaupause für die Bewegung der kommenden Tage, sondern vielmehr eben eine Wahrscheinlichkeit, eine Annahme, aber mit der man eben hier sozusagen einen guten Rückenwind erfährt, wenn man denn hier gewisse Engagements in diese Richtung sucht. Also mal aufpassen, was passiert. Goldpreis, wie gesagt, heute statistisch sehr, sehr interessant für einen bullischen Bias. Wir haben es Intraday auf dem 15-Minuten-Chart uns schon betrachtet. Jetzt hier nochmal im Tageschart. Wie gesagt, da könnte nach oben noch wesentlich mehr gehen. Warten wir mal ab, was uns da noch beschert wird. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher zum JFD Live Training TV zum DAX und Co. wieder. Ansonsten natürlich dann auf jeden Fall in der kommenden Woche. Wie gesagt, jetzt dann später noch dürfen Sie sich auf einen größeren Beitrag zu Gold und der Saisonalität freuen. In dem Zusammenhang schon mal viel Erfolg beim heutigen Handeln. Bis später, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.